Mumins Inselabenteuer. Kapitel 1: Die Familie in der Glaskugel. An irgendeinem Nachmittag Ende August wanderte Mumin Vater in seinem Garten umher und fühlte sich überflüssig. Er wusste nichts mit sich anzufangen. Alles, was er hätte tun können, war entweder schon getan oder aber ein anderer war damit beschäftigt. Der Vater schlich planlos in seinem Garten umher und sein Schwanz raschelte melancholisch auf dem trockenen Boden. Hier im Tal lag brütende Hitze, alles war unbewegt, still und etwas staubig. Es war der Monat der großen Waldbrände und der großen Vorsicht. Er hatte seine Familie gewarnt. Immer wieder hatte der Vater ihr erklärt, wie vorsichtig man im August sein müsse. Er hatte das brennende Tal beschrieben, das Tosen, die glühenden Stämme, das Feuer, das unter dem Moos entlang kriecht, glänzende Säulen aus Feuer, die sich in den Nachthimmel werfen, Feuerwogen, die das Tal überschwemmen und weiter brausen bis hinab ans Meer. Und die sich zischend ins Meer werfen, schloss der Vater mit düsterer Befriedigung. Alles ist schwarz, alles ist verbrannt. Jedes kleine Wesen trägt eine große Verantwortung, auch der kleinste Mock, alle, die an Streichhölzer kommen. Die Familie unterbrach ihre Beschäftigung und sagte, ja, ja natürlich, ja, ja. Dann machten sie weiter. Sie hatten immer etwas zu tun, jeder für sich. Ununterbrochen und emsig beschäftigten sie sich mit den kleinen Dingen, aus denen ihre Welt bestand. Diese Welt war genau eingezeichnet und Privateigentum. Es gab nichts hinzuzufügen. Wie eine Landkarte, auf der alles entdeckt ist und bewohnt und wo es keine weißen Flecken mehr gibt. Und sie sagten zueinander, immer spricht der Vater im August von Waldbränden. Der Vater ging auf die Veranda hinauf. Die Pfoten blieben wie gewöhnlich am Bodenfirnis kleben, den ganzen Weg die Treppe hinauf und bis an den Korbstuhl kleine Knipslaute. Auch der Schwanz blieb kleben. Es fühlte sich an, als ob jemand daran zöge. Der Vater setzte sich hin und schloss die Augen. Dieser Fußboden müsste frisch gelackt werden. Es lag natürlich an der Hitze, aber ein guter Firnis weicht nicht auf, bloß weil es heiß ist. Vielleicht hatte er die falsche Sorte genommen? Es war sehr lange her, dass er die Veranda gebaut hatte und sie musste unbedingt frisch gelackt werden. Aber erst müsste man den Boden mit Sandpapier bearbeiten, eine Heidenarbeit, eine Arbeit, die nachher niemand bewundert. Es ist etwas Besonderes mit einem frischen, weißen Fußboden, den man mit einem breiten Pinsel anstreicht, mit glänzendem Firnis. Die Familie muss hinten herumgehen und hat sich fernzuhalten, bis ich sie hineinlasse und sage, bitteschön, eure neue Veranda. Es ist so heiß, ich möchte segeln gehen. Einfach lossegeln, weit weg, so weit wie möglich. Der Vater fühlte, wie die Müdigkeit in die Pfoten kroch. Er schüttelte sich und zündete seine Pfeife an. Das Streichhölzchen brannte im Aschenbecher weiter. Er beobachtete es interessiert. Gerade bevor es ausging, riss der Vater etwas Zeitungspapier ab, das er über das Feuer legte. Es war ein nettes, kleines Feuerchen, in der Sonne beinahe nicht zu sehen, aber es brannte ganz hübsch. Er bewachte es sorgfältig. »Jetzt geht es wieder aus«, sagte die kleine Mü. »Du musst mehr drauflegen.« Sie saß auf dem Geländer im Schatten des Verandapfostens. »Hast du schon wieder etwas zu melden?«, sagte der Vater und schüttelte den Aschenbecher, bis das Feuer ausging. »Ich studiere die Technik des Feuers. Das ist wichtig.« Müh lachte und wandte den Blick nicht von ihm.
Da zog er den Hut über die Augen und versteckte sich im Schlaf. »Vater«, sagte Mumintroll, »wach auf! Wir haben einen Waldbrand gelöscht!« Jetzt saßen beide Pfoten im Bodenfirnis fest. Der Vater riss sie los. Er verspürte ein starkes Unlustgefühl. »Was meinst du?«, sagte er. »Ein richtiger kleiner Waldbrand«, erzählte Mumintroll, »gleich hinter den Tabakbeeten. Es brannte im Moos und Mutter meinte, es könnte ein Funken aus dem Schornstein sein.« Der Vater fuhr aus dem Korbstuhl auf. Innerhalb einer Sekunde verwandelte er sich in einen äußerst tatkräftigen Vater. Sein Hut rollte die Treppe hinab. »Es ist doch gelöscht«, schrie Mumintroll ihm nach. »Wir haben es sofort gelöscht. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben.« Der Vater blieb ruckartig stehen und die Hitze kroch ihm in den Hals. »Habt ihr es ohne mich gelöscht?«, fragte er. »Warum hat mir keiner etwas gesagt? Ihr habt mich schlafen lassen und nichts gesagt?« »Aber Liebling«, sagte die Mutter durch das Küchenfenster, »wir fanden es nicht nötig, dich zu wecken. Es war ein ganz kleines Feuer. Es qualmte nur ein bisschen. Ich bin zufällig mit den Wassereimern vorbeigegangen. Man brauchte bloß im Vorbeigehen ein bisschen Wasser zu verspritzen.« »Im Vorbeigehen«, rief der Vater, »bloß zu verspritzen. Verspritzen, ha, schon so ein Wort. Und dann den Brandherd unbewacht lassen. Wo ist er? Wo ist er?« Die Mutter ließ augenblicklich alles stehen und liegen und schlich hastig zu den Tabakbeeten. Mumintroll war auf der Veranda stehen geblieben und starrte vor sich hin. Der schwarze Fleck im Moos war sehr klein. »Man glaubt vielleicht, so ein Fleck sei ungefährlich«, sagte er langsam. »Bei weitem nicht. Er kann unter dem Moos weiterbrennen, weißt du, im Boden. Es kann Stunden dauern, sogar Tage, und dann plötzlich, wuff, schlägt das Feuer an einer ganz anderen Stelle hoch, weißt du?« »Ja, Liebling«, antwortete die Mutter. »Deswegen bleibe ich hier«, fuhr der Vater fort und kratzte schlecht gelaunt im Moos herum. »Ich werde es bewachen. Ich werde die ganze Nacht Wache halten, wenn es nötig ist.« »Wirklich«, fing die Mutter wieder an. Dann sagte sie, »doch, doch, das ist lieb von dir. Bei Moos ist man nie sicher.« Der Vater saß den ganzen Nachmittag da und bewachte den schwarzen Fleck. Rundherum hatte er große Stücke Moos aufgerissen. Zum Abendessen wollte er nicht hineinkommen. Er wollte beleidigt sein. »Meinst du, er bleibt die ganze Nacht draußen?«, fragte Mumintroll. »Schon möglich«, sagte die Mutter. »Wenn man wirklich böse ist, ist man eben böse«, stellte die kleine Müh fest. »Jeder hat das Recht, zornig zu werden. Aber er macht es falsch. Er schnaubt nichts heraus, sondern frisst alles in sich hinein.« »Liebes Kind«, sagte die Mutter, »Vater weiß schon, was er tut.« »Das glaube ich dir nicht«, sagte die kleine Müh aufrichtig. »Er weiß es keineswegs. Und ihr?« »Nicht genau«, gab die Mutter zu. Der Vater drückte die Schnauze ins Moos und spürte den säuerlichen Rauch. Die Erde war nicht einmal mehr warm. Er leerte in dem Loch die Pfeife aus und blies die Funken an. Es glühte einen Augenblick lang und verlöschte. Der Vater trampelte die unglückselige Stelle zu und ging langsam zum Garten hinab. Er wollte in die Glaskugel schauen. Die Abenddämmerung war aus dem Boden hervorgekrochen, so wie sie es immer tat, und hatte sich drinnen unter den Bäumen gesammelt. Um die Glaskugel herum war es ein wenig heller. Da lag sie auf ihrem Pfeiler aus Meerschaum und spiegelte den ganzen Garten. Sie gehörte dem Vater. Es war ganz und gar seine eigene,
seine eigene magische Kugel aus glänzendem blauen Glas. Sie war der Mittelpunkt des Gartens und des Tals und auch, warum nicht, der ganzen Welt. Der Vater schaute nicht gleich in sie hinein. Er betrachtete seine rußigen Pfoten und versuchte, seine herumwirbelnden und betrüblichen Gedanken zusammenzuholen. Nachdem er sich das Herz so schwer wie möglich gemacht hatte, schaute er rasch in die Kugel, um getröstet zu werden. Sie tröstet ihn immer. Jeden Abend kam er hinab, um in sie hineinzuschauen, den ganzen langen, warmen, unbeschreiblich schönen und wehmütigen Sommer lang. Die Kugel war immer kühl, die blaue Farbe war tiefer und klarer als das Meer, und sie malte die ganze Welt neu. Sie wurde kühl und fremd und entfernt. Im Zentrum der Welt sah er sich selbst. Seine eigene große Nase, und um sie herum spiegelte sich eine verwandelte, traumartige Landschaft. Der blaue Boden war tief unten, und innen drin, dort in dem nahen Unnahbaren, suchte der Vater seine Familie. Sie kamen immer, wenn er nur wartete. Die Glaskugel spiegelte sie immer. Natürlich, sie hatten bei der Abenddämmerung immer so viel zu tun. Etwas taten sie immer. Früher oder später ging die Mumminmutter von der Küche hinüber in den Keller, sie holte Teewurst und Butter. Oder sie ging zu den Kartoffelbeeten. Oder nach Holz. Jedes Mal sah sie aus, als ob der Weg für sie ganz neu und spannend war. Aber man war nie sicher. Sie konnte genauso gut unterwegs sein, um etwas Lustiges, Geheimnisvolles zu unternehmen. Sie spielte für sich oder sie ging vielleicht umher und fühlte sich einfach nur lebendig. Da kam sie, eilend wie ein geschäftiger weißer Ball, dort hinten, wo die Schatten tiefblau waren. Drüben stromerte Mumintroll vorbei. Weit weg und ganz für sich. Dort huschte die kleine Mü die Hänge hinauf, beinahe nur wie eine Bewegung, man sah sie ja kaum. Das war etwas Entschlossenes und Selbstständiges, das man nur flüchtig erblickte. Etwas so Unabhängiges, dass auch nicht das geringste Bedürfnis aufkam, sich sehen zu lassen oder zu prahlen. In ihrem Spiegelbild wurden sie alle unglaublich klein, und die Glaskugel machte ihre Bewegungen verwirrt und planlos. Das hatte Mumminvater gern. Das war sein Abendspiel. Es schenkte ihm das Gefühl, dass er sie beschützen müsste, dass sie wie in ein tiefes Meer sanken, das nur er kannte. Nun war es fast dunkel, und plötzlich geschah etwas Neues in der Glaskugel. Ein Licht wurde angezündet. Die Mumminmutter hatte auf der Veranda Licht gemacht. Das hatte sie den ganzen Sommer über nicht getan. Es war die Petroleumlampe, die brannte. Und mit einem Mal sammelte sich die ganze Geborgenheit in einem einzigen Punkt. Sie war auf der Veranda und nirgendwo anders. Und auf der Veranda saß die Mumminmutter und erwartete ihre Familie, um ihr Tee zu servieren. Die Glaskugel erlosch. Das Blaue wurde zu Finsternis und man sah nur noch die Lampe. Der Vater blieb ein Weilchen stehen, ohne zu wissen, worüber er nachdachte. Dann drehte er sich um und ging heim. Sagte der Vater, ich glaube, jetzt können wir ruhig schlafen. Für dieses Mal dürfte die Gefahr vorüber sein. Aber sicherheitshalber werde ich im Morgengrauen runtergehen und kontrollieren. Ha, sagte die kleine Mü. Vater, rief Mumintroll, hast du nichts bemerkt? Etwas Besonderes? Wir haben die Lampe an. Ja, ich dachte, es sei jetzt Zeit für die Lampe. Die Abende werden lang. Mir war heute Abend so danach, sagte die Mutter. Der Vater sagte, dann machst du dem Sommer ja ein Ende.
Die Lampe zündet man erst an, wenn der Sommer zu Ende ist. Und dann, ja, wird es Herbst, sagte die Mutter friedlich. Die Lampe surrte, während sie brannte. Sie machte alles nah und sicher, einen engen Kreis aus Familie und all dem, was sie kannten, dem sie vertrauten. Draußen war das Fremde und Unsichere, das die Dunkelheit immer höher auftürmte und immer weiter weg, bis ans Ende der Welt. Es gibt Väter, die bestimmen, ob und wann es Zeit ist, die Lampe anzuzünden, murmelte der Vater in seine Teetasse. Mumintroll aß seine Butterbrote in der gleichen Reihenfolge wie gewöhnlich. Zuerst Käse, dann zwei mit Wurst, danach kalte Kartoffeln mit Sardinen und zuletzt Marmelade. Er war glücklich und zufrieden. Mü aß nur Sardinen, denn sie merkte, dass es ein sehr ungewöhnlicher Abend war. Sie starrte nachdenklich ins Gartendunkel, mit Augen, die immer schwärzer wurden, je länger sie nachdachte und aß. Das Lampenlicht fiel über das Gras und den Fliederbusch. Nur schwach kroch es zwischen die Schatten, wo die Morra saß und mit sich allein war. Die Morra hatte so lange auf derselben Stelle gesessen, dass der Boden unter ihr gefroren war. Das Gras splitterte wie Glas, als sie aufstand und ein wenig näher ans Licht schlürfte. Ein erschrockenes Flüstern fuhr durch das Laub. Ahornblätter rollten sich zusammen und fielen zitternd über ihre Schultern. Die Astern reckten sich so weit weg von ihr, wie sie vermochten. Die Grillen hörten auf zu zirpen. »Warum isst du nicht?« fragte die Mumminmutter. »Ich weiß nicht«, sagte Mumintroll. »Haben wir Rollgardinen?« »Sie sind auf dem Boden. Wir brauchen sie erst, wenn wir den Winterschlaf halten.« Die Mutter wandte sich an den Vater und sagte, »Möchtest du nicht ein bisschen an deinem Leuchtturmmodell weiterbauen, jetzt, da wir Lampenlicht haben?« »Ach, das sind doch nur Kindereien«, sagte der Vater. »Es ist ja kein richtiger Leuchtturm.« Die Morra rutschte noch ein Stückchen weiter. Sie starrte in die Lampe und schüttelte sacht ihren großen, schweren Kopf. Um ihre Füße ballte sich weißer Nebel aus Kälte. Und nun glitt sie allmählich an die Lampe heran, ein riesiger, grauer Schatten aus Einsamkeit. Die Fensterscheiben klirrten leise wie bei entferntem Donner, und der Garten hielt den Atem an. Jetzt hatte die Morra die Veranda erreicht. Sie blieb außerhalb des Lichtvierecks, das sich auf dem nächtlichen Boden abzeichnete, stehen. Dann machte sie rasch einen großen Schritt bis ans Fenster. Der Lichtschein fiel ihr ins Gesicht. Das Zimmer füllte sich mit Schreien und flatternden Bewegungen, die Stühle fielen um, das Licht wurde fortgetragen und in wenigen Augenblicken lag die Veranda im Dunkeln. Alle hatten sich ins Haus hineingerettet, irgendwohin. Dort versteckten sie sich mit ihrer Lampe. Die Morra blieb noch ein paar Augenblicke stehen und hauchte Frost an die leeren Fensterscheiben. Sie war nur ein Teil des Dunkels, als sie wieder fortglitt. Das Gras klirrte und barst immer noch dort, wo sie ging, immer schwächer und weiter entfernt. Der Garten atmete wieder, die Morra war vorbeigegangen, nun war sie wieder weg. Es ist ganz unnötig, sich zu verbarrikadieren und die Nacht aufzubleiben, sagte die Mutter. Sie hat sicher wieder etwas im Garten zerstört, aber gefährlich ist sie nicht. Du weißt doch, dass sie nicht gefährlich ist, auch wenn sie schrecklich ist. Natürlich ist sie gefährlich, rief der Vater.
Sogar du hast Angst vor ihr gehabt, ganz schreckliche Angst, aber das brauchst du nicht, solange ich im Hause bin. Mein Lieber, sagte die Mutter, man bekommt Angst vor der Morra, weil sie durch und durch kalt ist und weil es niemanden gibt, der sie gern hat. Aber sie hat niemandem etwas getan. Ich finde, wir gehen jetzt schlafen. Gut, sagte der Vater und stellte die Ofengabel zurück in ihre Ecke. Gut, wenn sie nicht gefährlich ist, brauche ich euch ja auch nicht zu beschützen. Wie schön. Er rannte die Veranda hinaus, gab im Vorbeigehen Käse und Wurst einen Stoß und lief weiter hinaus in die Dunkelheit. Oho, sagte die kleine Mühe beeindruckt. Er ist böse, er schnaubt es hinaus. Er hat vor, das Moos bis morgen früh zu bewachen. Die Mutter sagte nichts. Sie trippelte hin und her und traf Vorbereitungen für die Nacht, wie sie es gewohnt war. Sie wühlte in ihrer Handtasche, sie schraubte die Lampe kleiner. Schließlich begann sie wie abwesend das Leuchtturmmodell des Vaters abzustauben, das in der Ecke auf dem Regal stand. »Mutter«, sagte Mumintroll. Doch die Mutter hörte nicht. Sie trat an die große Landkarte heran, die mit dem Mumintal und der Küste und den Inseln davor. Sie kletterte auf einen Stuhl und konnte nun weit ins Meer reichen, und sie drückte ihre Nase dicht auf einen kleinen Punkt in der weißen Fläche. »Da ist sie«, murmelte die Mumienmutter. »Dort werden wir wohnen, und es wird uns gut gehen, und wir werden uns abmühen.« »Was hast du gesagt?«, fragte Mumintroll. »Dort werden wir wohnen«, wiederholte die Mutter. »Das ist Vaters Insel. Wir werden dorthin ziehen und unser ganzes Leben dort wohnen, und wir werden von Anfang an alles anders machen.« »Ich habe immer geglaubt, das sei Fliegendreck«, sagte die kleine Mühe. Die Mumienmutter kletterte wieder vom Stuhl. Manchmal dauert es eben sehr lange, bis einem alles klar wird. Dann ging sie in den Garten. »Ich sage nichts über Eltern«, sagte die kleine Mühe gedehnt, denn dann sagst du sofort, Eltern könnten sich nicht albern benehmen, aber sie spielen etwas, und ich fresse einen Scheffel Guano, wenn ich begreifen könnte, was.« »Du sollst gar nichts begreifen«, sagte Mumintroll heftig. »Die wissen schon selbst, warum sie wunderlich sind. Manch einer fühlt sich eben immer oben auf, bloß weil er adoptiert ist.« »Ganz richtig«, sagte die kleine Mühe, »ich bin immer oben auf.« Mumintroll starrte den einsamen Punkt draußen im Meer an und dachte, »dort will Vater wohnen? Dort will er hin? Es ist ihnen ernst. Es ist ein ernstes Spiel.« Und plötzlich schien es Mumintroll, als bekäme die leere See um die Insel herum eine weiße Brandung, und sie brauste heran, und die Insel wurde grün mit roten Bergen. Sie wurde die geheimnisvolle, einsame Insel aller Bilderbücher, Südseeinsel, Insel für Schiffbruch. Und dann saß ihm plötzlich ein Kloß im Hals, und er flüsterte, »Müh! Das ist ja fantastisch!« »Aber ich bitte dich, alles ist fantastisch«, sagte die kleine Mühe. »Das Tollste wäre, wenn wir dort ankämen mit großem Hallo und unseren sieben Sachen und entdeckten, dass es wirklich nur Fliegendreck ist.« Am nächsten Morgen, es mochte kaum mehr als 5:30 Uhr sein, folgte Mumintroll den Spuren der Morra durch den Garten. Der Boden war wieder aufgetaut, aber er konnte trotzdem sehen, wo sie gesessen und gewartet hatte. Das Gras war ganz braun geworden. Er wusste, wenn die Morra irgendwo länger als eine Stunde auf demselben Fleck saß, konnte dort nichts mehr wachsen. Der Boden stirbt vor Entsetzen. Es gab mehrere solcher Stellen im Garten. Die ärgerlichste lag mitten im Tulpenbeet. Ein breiter Weg aus welkem Laub führte bis an die Veranda.
Dort hatte sie gestanden, dicht am Lichtkreis, und hatte die Lampe angeschaut. Dann konnte sie es nicht lassen, sie kam so nahe wie möglich heran und alles erlöschte. Es war immer dasselbe. Alles, was sie anrührte, erlosch. Mumintroll stellte sich vor, dass er die Morra war. Er schlurfte langsam und geduckt durch Haufen von totem Laub. Er stand still und wartete, während sich um sich herum mehr Nebel verbreitete. Er seufzte und starrte sehnsüchtig zum Fenster hin. Er war der Einsamste auf der ganzen Welt. Aber ohne Lampe schien ihm das nicht sehr überzeugend. Stattdessen durchflogen ihn plötzlich kleine fröhliche Gedanken. Gedanken an Inseln im Meer und an große Veränderungen. Er vergaß die Morra und begann zwischen den morgendlichen Schatten zu balancieren. Man durfte nur auf dem Mondschein, auf dem Sonnenschein entlang klettern. Alles andere war das abgrundtiefe Meer, wenn man nicht schwimmen konnte. Im Holzschuppen pfiff es. Mumintroll schaute hinein. Die Morgensonne glänzte in den Hobelspänen am Fenster. Es roch nach Leinöl und Harz. Der Vater war dabei, in die Leuchtturmwand eine kleine eichene Tür einzupassen. »Sieh mal, diese Eisenkrampen«, sagte er. »Sie sind in die Klippen eingeschlagen. Da klettert man zum Leuchtturm hinauf. Bei schlechtem Wetter muss man ordentlich aufpassen. Sieh mal, das Boot gleitet auf einem Wellenkamm auf die Klippen zu. Man springt hinüber, klammert sich fest, läuft hinauf. Währenddessen stößt das Boot wieder ab. Wenn die nächste Welle kommt, ist man in Sicherheit. Man kämpft sich durch den Wind hier, siehst du, am Geländer entlang. Man stößt die Tür auf, und sie ist schwer. So, und jetzt fällt sie wieder zu. Man ist im Leuchtturm drin. Man hört durch die dicken Mauern das Meer nur aus der Entfernung. Dort unten braust es rundherum und das Boot ist schon weit weg.« »Sind wir auch mit drinnen?«, fragte Mumintroll. »Natürlich«, sagte der Vater, »ihr seid alle hier oben im Turm. Sieh mal, jedes einzelne Fenster ist aus richtigem Glas. Ganz oben ist das eigentliche Leuchtfeuer. Es ist rot und grün und weiß und blitzt in gleichmäßigen Abständen in die Nacht auf, durch die ganze Nacht durch, damit die Boote die Richtung wissen.« »Machst du auch ein richtiges Leuchtfeuer?«, fragte Mumintroll. »Man könnte unten Batterien anbringen und vielleicht irgendetwas erfinden, damit es regelmäßig aufblitzt.« »Ja, das lässt sich sicher machen«, sagte der Vater und schnitzte eine kleine Treppe vor die Tür des Leuchtturms. »Aber jetzt habe ich keine Zeit dazu. Das ist ja auch nur eine Art Spielzeug, wie eine Übung, weißt du?« Der Vater lachte verlegen und fing an, im Werkzeugkasten herumzukramen. »Fein«, sagte Mumintroll. »Hey, bis dann.« »Hey, hey«, sagte der Vater. Jetzt waren die Schatten kürzer. Ein neuer Tag war angebrochen, ebenso warm und genauso schön. Die Mutter saß auf der Treppe und tat nichts. Das sah merkwürdig aus. »Wie früh heute alle auf sind«, sagte Mumintroll. Er setzte sich neben sie. »Weißt du, dass es auf Vaters Insel einen Leuchtturm gibt?«, sagte er. »Natürlich weiß ich das«, antwortete die Mutter. »Er hat den ganzen Sommer darüber geredet, und in dem Leuchtturm werden wir wohnen.« Es gab so viel zu besprechen, dass kein Wort fiel. Die Treppe war warm. Alles stimmte. Das fühlte man. Eben jetzt pfiff Vater den Seeadlerwalzer. Den konnte er gut. »Ach, ich glaube, ich gehe jetzt Kaffee kochen«, sagte die Mutter. »Ich wollte hier nur ein bisschen noch sitzen und ein bisschen überdenken.«